Und ihr solltet am besten Großmeister Raferian aus dem Weg gehen. Früher oder später werden wir alle dafür büßen müssen. Ich bevorzuge später. Nun gut. Euer Eminenz. Wir sind damit euch. Und mit euch. Habt vielen Dank. Schaut ihr alle an? Soll ich euch das Ding jetzt geben oder wollen wir erst woanders hin? Was ist jetzt so weit mit dir rumgetragen? Kannst du es auch selbst mit mir in die Kammer bringen? Gut. Pack mir draußen nochmal Hans Wien. Hans Wien. Ich lehne mich hier verdammt weit aus dem Fenster für euch. Ich hoffe, Nimrod wusste, was er tut. Nemrod plant durchaus in die Zukunft. Ihr solltet ihn niemals unterschätzen. Preios mit euch. Was mit uns? Nun gut, kommen wir mal. Ja. Und so geht's auf zum Preistempel. Ja, ihr Preios-Tempel. Könnt euch gerne auf dem Weg unterhalten. Liegt, wie gesagt, in der Mitte der Stadt am Marktplatz der Preios-Tempel der Illuminata. Auf dem Weg dahin. Gibt es hier keinen Fex-Tempel, wo man das Ding verstecken kann, weil die Basaltkammern haben? Keinen, der mir bekannt wäre. Ich denke auch nicht, dass ein Fex-Tempel Basaltkammern hat. Habe ich auch noch nicht von gehört, aber naja. Müsste ich mal demnächst ansprechen. Wenn es einen gibt, wird er wohl eher für dich zu finden sein. Ja. Aber wie ich mir das dachte, du bist verpflichtet, das zu melden und deswegen ist es nicht gut gewesen, dir das zu früh zu erzählen. Weil das sonst mit deinen eigenen. Ich weiß, dass du Gutes tun willst und ich hoffe, du weißt auch, dass ich Gutes tun will, nur haben wir unterschiedliche Herangehensweisen. Die haben wir wohl. Ich hoffe, dass es das alles am Ende wert war. Ja, ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht zum größten Verräter der Menschheit werde und wer halt irgendwie in den Untergang stürze mit meinen Handeln. Sondern dass ich tatsächlich dabei helfen kann, dem Feinden ein Schnippchen zu schlagen. Mir hat die Jolgo-Mack-Geschichte eigentlich gereicht. Ich hatte gehofft, nicht noch einmal in die Mühlen kommen zu müssen. Tja, manchmal kommen die Dinge zu uns, auch wenn wir sie nicht wollen. Wie zum Beispiel Werkmann Koch auf meinem Schiff, ne? Grinst man ihn an. Zum Beispiel wird mal Koch auf meinem Schiff. Hoffen wir. Oh, da ist ja schon der Preistempel. Gott sei Dank. Ja, der Praios-Tempel, der Lokalheiligen Hildemara gewidmet. Die Stadt selber, die Stadt Werheim, wurde ja von Fran Horas vor vielen, vielen Jahrhunderten gegründet und hier als Zentrum im Mittwald gegründet, als letzte Bastion. Und das soll sie wieder einmal sein. Direkt daran angeschlossen eine Praios-Schule mit dem kleinen Kloster des Orden des Heiligen Hüters. Ja, ihr könnt dann den Tempel betreten, ein ganz typischer Praios-Tempel, und dort dann auf einen der Geweihten treffen, die hier natürlich viel zu tun haben. Viele, viele Soldaten, die dann auch hier untergebracht sind, in der Not hat dann auch die Praios-Kirche ihre Toren geöffnet, um dann den Leuten Unterschlupf zu bieten. Hier dann also nicht Flüchtlinge, sondern erst einmal Soldaten, die auf den Kampf und auf den Krieg warten. Ja. Wer, Fenrich, was mögt ihr? Ich habe viel Heiligen zu Gilborn tun. zum Gruße. Ich benötige für den Bannstrahl den Erdbohrerin Zugriff auf eine eurer Blaubasaltkammern. Blaubasalt. Wir haben Koschbasalt, ja. Unten, in den Kellern. Gleich so. Habt ihr denn ein Schreiben? Derzeit nicht. Es war mir noch nicht möglich, den Ordensgroßmeister aufzusuchen. Ich komme direkt aus der Horatien. Es muss ein gefährliches Artefakt sofort weggeschlossen werden. Naja, wenn die Zeit eilt, dann werde ich euch die Schlüssel geben. Wir kommen auch mit inquisitorischer Großmacht und Ömer zieht das Schreiben raus. Ja, er besieht es sich, schaut sich das an, zieht dann mal die Augen hoch. Das gilt für Dapazien. Die sind allerdings die Lande von Werheim. Eure inquisitorialen Rechte laufen hier also wieder ab. Deswegen bitten wir auch höflich. Wir möchten nur damit verdeutlichen, dass auch das Wohle der Patients an dieser Sache hängen kann.
Wie gesagt, ihr müsst euch als Fähnrich nicht wirklich erklären, auch wenn ich um euren Ruf weiß. Nun, die Wahrheit ist nichtsdestotrotz ein hohes Gut. Ich werde euch, wie gesagt, nicht in Frage stellen, wenn es ein wichtiges Artefakt ist, das weggeschlossen werden muss. Dann sollt ihr den Schlüssel bekommen. Einen Moment, ich gehe zur Sakristei. Verschwindet er kurz und kommt dann mit einem großen Schlüsselbund wieder. Geht die Wendeltreppe dort am Eingang hinab, und zwar bis in den dritten Flur. Dann liegen die Verliese vor euch. Wie gesagt, es ist nur Koschbasalt, kein Blaubasalt. Denn laut den Artefakten, die etwas nördlich von hier liegen, würde Blaubasalt sich so magisch aufladen, dass es explodieren würde. Warum sollte man also eine Blaubasaltkammer anfertigen? Außerdem führe ich Buch über die Artefakte. Ihr solltet euch also ein- und austragen, wenn ihr dort etwas herausnehmt. Und wenn ich feststelle, dass ihr ein Artefakt entwendet habt, dann werde ich dies melden. Es würde mir nicht im Entferntesten in den Sinn kommen. Und auf den hier habe ich ein Auge. Gut. Mal an. Und Dank noch einmal. Dann werde ich mich an die Unterbringung machen. Ja, so könnt ihr dann die Stufen nach unten steigen, aufschließen und in einer sehr schwarzen Kammer das... es gibt dort ein kleines Brokatkissen, auf dem ihr dann das Ganze ablegen könnt. Ein Tuch, was darüber gelegt wird. Und die Stimmen in Ömers Kopf werden leiser. Hey Jalan, seitdem ich das Ding jetzt gerade abziehe, merke ich, dass die Stimmen im Kopf leiser werden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach, nur dass ich hoffentlich noch nicht zu tief in dich hineingefressen. Das hoffe ich auch. Es flüstert mir gerade seinen Namen ins Ohr, den ich diesen Dämon nicht mal aufgeschrieben hatte. Liegt alles auf den Kissen, Ja. Ich hoffe, dass das alles noch so wird, wie wir das wollen. Und nicht, dass wir jetzt gerade einen Fehler machen. Man flüstert ihm ins Ohr. Ich hoffe, du weißt, wie du das Ding hier rauskriegst, ohne in den Knast dafür zu gehen. Denn jetzt ist es einmal hier drin. Notfalls holen wir es mit Gewalt wieder hier raus. Das ist ja das, was ich... Nemrod weiß schon, was er tut. Nemrod schon, die Preisfläche sieht das anders. Wenn du willst, lege ich was anderes dahin. Wir werden jetzt nicht mitten im Prius-Tempel mit irgendwelcher Falschheit agieren. Na, ich würde eine Goldmünze hinlegen, das ist ja auch schon fast ein Geschenk an Prius. Ich schließe in den Kasten zu. Ach, na gut. Dann lasse ich Ömer einmal ab, damit er nichts hat mitgehen lassen. Nee, Ömer hat nichts eingesteckt. Gut. Was? In diesem Beutel waren schon immer über 200 Dukaten, die ich mir rumschleppe. Das ist meiner. Den habe ich hier nicht mitgenommen. Warum ist nicht so richtig? Es geht eher darum, dass hier keine Artefakte verschwinden. Denn dafür wird man uns aufknüpfen. Ja, nein, ich nehme hier nichts mit. Ich sage ja nur gerade, ich wollte ja, dass dein Ruf und du nicht irgendwie jetzt hier gefährdet wirst, wenn wir dann nicht am Ende irgendwann wieder hier rausholen wollen. Gut. Kiste zu, Türe zu, Klappe zu, er wird tot, Schlüssel eingesteckt und los geht's. Wir treffen dann wieder zu den anderen, nehme ich an. Wahrscheinlich musst du aber alle Schlüssel wieder abgeben. Ja, Schlüssel werden natürlich wieder abgegeben. Du darfst dich dann da auch in die große Liste eintragen. Mit dem Namen des Artefakts und wo es gelagert ist. Wie gesagt, hat er da so ein kleines Artefakt-Brokatkissen. Überschaut mal über die Schulter, was er denn da wohl für einen Namen für das Artefakt einträgt. Er kennt ja den Originalnamen jetzt. Mal schauen, was er da so einträgt. Schaut mir der Preisgewalt über die Schulter? Nein, der ist nicht mitgekommen. Nur Ömer schaut über die Schulter. Dann kritzel ich da so unleserlich Pestknolle hin, dass nicht mal Ömer das noch lesen kann. Ömer nickt zufrieden. Denkt sich so, ja, das ist der Preisgewalt in ihm. Ich darf nicht lügen. Heißt nicht, dass ich immer überall alles klar aufdrücken muss. Ist schon okay, ich verstehe das. Gut. Die anderen warten derweil oben auf dem Marktplatz. Ah, da seid ihr ja. Da sind die wohl. Wo auch sonst? Mal auf für diesen Zartempel. Mal schauen.
endlich wieder vernünftig baden und die Stimmen beim Kopf sind weg. Ist dieser Tempel überhaupt? Wisst ihr das? Ja, bei diesem kleinen Park. Der müsste da von hier aus gar nicht weit sein. Wohin? Ja, führt mich. Ihr seid doch die Stadtexperten. Ich frage jetzt Bürger einfach. Tipp und ein Bürger, halt einen Bürger. Entschuldigt? Ja, ist natürlich ein Soldat. Ja, was? Wo geht's zum Zartempel? Die Straße hier hinunter. Ich könnte es gar nicht verfehlen. Auf der linken Seite, dort wo der Garten anfängt. Ah, vielen Dank. Da lang. Also, gut. Sag ich doch. Kann ja gar nicht weit sein. Ja, dann voran. Ja, so erreicht ihr natürlich den Zartempel. Der Legende nach wurde er von Edelmunde, der Tochter des Grafen und der Kaiser Gerbald, geschaffen. Am Tag der Erneuerung. Und zur Erneuerung sind wir alle wohl hier. Ja, ihr könnt euch den hier so ein bisschen durchfragen und werdet dann ähnlich wie in Kunchum damals ein paar Bäder finden, in denen ihr euch dann waschen dürft. Das Ganze natürlich dann hinter verschlossenen Türen und Toren. Überzeugungsarbeit müsst ihr dann nicht wirklich leisten. Zargeweihte sind besonders naiv und freuen sich über viele Kleinigkeiten, sodass die sich da gar nicht viel mit euch aufhalten. Fragen nochmal nach irgendwelchen lustigen und interessanten Geschichten, aber ansonsten werden sie dann viel mehr mit irgendwelchen Kindern spielen, von Flüchtlingen oder so und vielleicht noch ein paar Papageien oder sowas füttern und denen ein paar Tricks beibringen und die sind gerade viel mehr mit lebensfrohen Menschen beschäftigt und wenn sie dann sehen, dass ihr da so traurig seid und sowieso einen Reihergeweihten dabei habt, dann dürft ihr euch da alleine zurückziehen. Ja, vorher wurde mir auf jeden Fall irgendein Marktstand wahrscheinlich neue Klamotten besorgen, neue Kleider besorgen. Die alten nach dem Bad werden verbrannt. Ich gehe weiter zum Reihertempel. Karinor, ihr wollt uns doch wohl nicht alleine hier lassen. Ich könnte mich gern begleiten. Ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich würde zum Zartempel gehen. Aber ich fürchte, ich schulde es meiner werten Stute hier, dass ich sie schnellstmöglich in den Tempel bringe. Und wir sollten alle wohl Reihe um Vergebung bitten, dass wir die Pferde so geschändet haben. Ich wende mich dann mal an die anderen. Ich treffe euch dann nachher im Zartempel. Ja, ich. Natürlich. Auf ins Bad! Auf ins Bad. Ja, Answin wird sich dann auch nochmal dazusetzen. Also gut, ich werde mich dann hier an dieser Stelle von euch wieder verabschieden. Unsere Wege trennen sich dann hier. Vielleicht werden wir uns noch eines Tages wiedersehen, aber eure Reise in der Partien hat zumindest ein Ende. Ja, danke für all die gelehrigen Stunden, die wir zusammen hatten. Mögen die Götter mit euch sein. Vielleicht noch ein letztes... ein schlechtes Ende nimmt. Du bist gar nicht da. Achso, stimmt ja. Vielleicht noch ein letztes Nandus-gefälliges Detail, wenn auch wenig zargefällig, da wir uns gerade in diesem Tempel aufhalten. Vielleicht ein Detail, was euch nie wieder vergessen lässt. Die Geweihten, die ihr oben gesehen habt, sind keine Zargeweihten aus Verheim selbst, denn diese haben sich wiederholt vor der Schlacht an der Trollpforte in den Selbstmord getrieben, um ihren Glauben an die Erneuerung zu demonstrieren. Und dies geschah wohl auch laut meinen Informationen vor wenigen Tagen wiederholt. Der Zarkult ist hier eisenhart, wie die Stadt selbst. Ist Selbstmord nicht ein Götterfrevel? Nicht in der Zarkirche. Rufim schüttelt immer so die Hand vor seinem Kopf. Die haben sie nicht alle. Sie werden wiedergeboren, zumindest nach ihren Auffassungen. Sie sind eisenhart. Gut, also solange sie uns dazu nicht überreden wollen, soll es nicht gleich sein. Denke ich auch. Ich verstehe den Sinn nicht ganz. Man tötet sich selber, um wiedergeboren zu werden?
Wozu? Sie demonstrieren damit gegen die Schlacht. Wem wollen sie irgendetwas demonstrieren? Dem Feind? Dem ist es egal. Dem Reich schadet es nur. Nun, das sind Fakten. Ich werde sie nicht entschuldigen oder interpretieren, sondern nur darstellen. Na gut, dann waschen wir uns. Ich wünsche euch auf alle Fälle, falls wir uns nicht wiedersehen sollten, in den kommenden Tagen viel Glück und vor allem viel Erfolg. Wir werden alles Glück brauchen, was wir bekommen können. Ja, Rafim, du darfst sie einfach ruhig benutzen. Jetzt übertreib aber nicht. Aber nicht reinbeißen. Warum sollte ich denn in die Seife beißen? Ich bin ein Gaugra. Ach nee, jetzt nicht mehr. Genau, also, wascht auch die anderen. Jetzt sind wir nur noch Ritter. Ah, Ritter sein. Die Enttäuschung meines Lebens. Jetzt sind wir nur noch wohlgeboren. Naja, was soll's. Ja, immer tut man die Hand ins Wasser, schaut man auch, ob die Hand sich irgendwie wieder meint, schöner färben zu müssen, ob das alles so grau bleibt, wie es ist. Es war schwarz und es wird wieder grau, also es wird besser, aber es wird noch viele Tage dauern. Vielleicht sollte ich übernachten in dem Wasser. Die Götter haben einen merkwürdigen Sinn für Humor, oder? Ich erinnere mich an eine ähnliche Szene in Kunshom. War das nicht auch ein Zartempel? Ich glaube ja, nicht wahr? Ja, Zartempel verbringen so ganz, ganz tolle Wunder. Da saßen wir auch in solch einem Bad gemeinsam. Ja, als wir gerade von der Dämoneiche runter sind, mein dir. Genau diese. Satinas Wege sind unergründlich. Ihr habt eine interessante Vergangenheit, das muss man euch erlassen. Ja, was? Ich war der Chefkoch? Natürlich. Wer kann das schon mal von sich behaupten, Chefkoch unter dem Monarch gewesen sein? Und ihr wart ähnlich dreckig wie heute, als Chefkoch. Ja, klar. Warum? Ich möchte mir ein anderes Becken suchen. Naja, so als Chefkoch. Begleitet ihr mich denn gleich, wenn ich meine Kameraden besuchen gehe? Ja, klar. Sehr gut. Aber mir, echter Lanfana. Ich verzichte. Ah, da verpasst ihr was. Das wird schön. Noch so mehr Unholde wie euch. Unholde, mein Herr. Grobe Menschen. Na, wer ist denn im Knast gelandet? Ja, richtig. Es war ein Missverständnis. Ein Missverständnis, wie immer. Ja, das sagen die Unholde immer. Ja. Habt ihr das gehört, Herr Ritter? Der Unhold davon. Och, der ist doch auch nur ein Ritter. Der sollte sich mal nicht so anstellen. Wir sind doch alle Ritter. Richtig. Ja, während Isarun fast das Kotzen bekommt, während sie da den Männern zuhört, wie sie da Jux und Dollerei betreiben und ein bisschen herumplanschen mit der Seife. Schauen wir doch einmal zu Kiaras und Yalan, die ein bisschen südlich des Parks gehen in Richtung des Raya-Tempels. Und Karino? Ihr seid ja reichlich bitter. Nun, es waren harte Tage. Und die Möglichkeit, dass wir die ganze Zeit dem Feind in die Hände gespielt haben. Nun, ich denke, da kann man auch nicht darüber scherzen, Harmonie zu wahren. Als ich die Möglichkeit, dem Feind in die Hände zu spielen, aufbrachte, als wir auf dem Friedhof standen, wart ihr noch rechtlich davon überzeugt, dass wir das Richtige tun. Wie kommt es, dass ihr euch jetzt auf einmal... Da konnte ich mich auf Boron verlassen, auf Boron vertrauen. Doch hier? Woher wollen wir wissen, dass das nicht alles einfach nur ein Plan des Namenlosen ist? Vertraut auf Nemrod. Ich kenne den Mann nicht. Ich werde nicht auf jemanden vertrauen, den ich nicht kenne und vor allem, der ein Spion ist. Ihr habt lange genug für ihn gearbeitet. Das macht euch selbst zu einem Spion. Ich habe nicht für ihn gearbeitet. Ich habe alle seine Geheimnisse geklaut und nach Al-Anfer geschickt. Ja, was das angeht. Der Großadmiral Ismo war sehr zufrieden damit, dass er endlich wusste, wo dieser elende Pirat sich versteckt. Warum habe ich euch noch gleich angeheuert damals?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich mein Charme und mein gutes Aussehen. Ich bin mir sicher, das war's nicht. Nun, wie dem auch sei. Jedenfalls habt ein wenig Vertrauen. Die ganze Sache wird entweder zu unseren Gunsten ausgehen, oder wir werden sowieso nicht lange genug leben, um noch lange über unseren Fehlschlag zu diskutieren. Während ihr gerade einbiegt in Richtung des Raya-Tempels, könnt ihr noch sehen, wie vor euch Panthergardisten entlang marschieren mit dem unerbitterlichen Befehlsausführer, dem garetschen Marschall Ugo von Mühling. Derjenige, der als der Blutige gefeiert wird. Ja, sie marschieren durch die Stadt. Sind natürlich anwesend, wenn Ema, die Kaiserin, hier in Werheim stationiert ist. Und während ihr ihn noch nachseht, könnt ihr dann nach kurzem Schaudern in den Raya-Tempel eintreten. Ja, fröhliche Musik, die euch hier entgegenklingt. Auch viele Flüchtlinge, die hierhin geflohen sind, denen dann das Leben so ein bisschen versüßt wird. Aber wenn dann die Geweihten vor allem dann auch eure Pferde sehen, die dann Kiaras mitführt, dann wird man sich zuerst um die kümmern. Ich vertraue Yalan und ich hoffe und ich werde beten, dass all dies hier ein gutes Ende haben wird. Und ja, jetzt zuallererst mal, ach, meine geliebte Stute, was ist denn aus dir geworden? Vielleicht kriegen wir schon wieder heil. Ja, möchtet ihr gemeinsam euch um die Tiere kümmern, weiter gemeinsam mit den Geweihten, dann dürft ihr beide sonst nochmal eine Abrichtenprobe machen. Oder auch, hatten wir da irgendwas für Pferde im Speziellen? Abrichten ist Pferde. Also ich habe zumindest eine Spezies auf Pferde. Sich darum kümmern, sich darum bemühen. Halt mich sehr nah an Karenor, allein schon damit kein Reihager weiter vorbeikommt und mir die Standpredigt meines Lebens hält, wenn er das Pferd sieht. Ja, gerade jetzt hier im Raya-Tempel wird es den Tieren wohl gut gehen. Sie sind wirklich kaputt und wirklich krank. Viel Fell ist ausgefallen, aber also Kiaras, du bist dir sicher, wenn man die hier 2-3 Tage stehen lässt, gerade in so einem Tempel, und sich viel um die kümmert, die werden wieder. Also die sterben nicht, aber ein paar Tage brauchen die auf alle Fälle. Damit kann man nicht in den Krieg oder nicht in die Schlacht reiten. Da müsste man sich nochmal ein anderes Tier bemühen. Also rechtzeitig bis zu dem Eintreffen der Schwarzen Horden ist es nicht wieder da, aber ja gut, auf so einem Tier sollte man glaube ich auch nicht in die Schlacht reiten, dafür ist es dann zu edel. Nein, meine Gefährtin ist nicht für die Schlacht da, nein, überhaupt nicht, darauf, wer würde auf so eine Idee kommen, nein. Aber ich habe für die nächsten Tage auf jeden Fall meine Aufgabe für mich ausgelegt. Außerdem, ja, gebe ich Yalan erstmal ein Bad, eine Massage. Das kann Yalan genießen, wenn Kiara sich von hinten wieder anschmiegt und dich durchknetet und massiert. Endlich seid ihr wieder alleine. Auch lange noch gedauert. Kiara, möchtest du eine Betörenprobe würfeln? Oh, gerne. Ich mach's natürlich auch mit Massieren. Du hast erst das Betören auf Massieren spezialisiert? Natürlich habe ich das. Respekt. Soll ich die 20 chippen? Ja, komm, ich chipp die 20. Na bitte, 5 Punkte mehr. 13. Sag mir nochmal, Karinor, warum reiten wir überhaupt jedes Mal in die allertiefste Scheiße rein? Das habe ich mich auch schon gefragt. Eigentlich bin ich nur gekommen für ein kleines Turnier. Ein kleines Turnier, so, so. Ja, irgendwie vermisse ich die ruhigen Tage in Helmbrot. Das hat das Umbei, also sollten wir uns vielleicht alle zur Ruhe setzen. Wenn das hier vorbei ist, dann könnt ihr mich gerne zurück nach Hause begleiten. Sag das nicht so laut, vielleicht tue ich das sogar. Oh. Immer als Dauer ihr seid jetzt der Besitzer des Landes.
Was sagt ihr? Ich sage, das Schlimme ist, dauernd zwischen Rafim und Ömer hin und her zu sitzen, kann es auch nicht sein. Das stimmt natürlich. Die Maraskaner sind um einiges fröhlicher. Nennen wir es mal so. Aber man muss doch alles positiv sehen. Hier versucht wenigstens nicht das Gras uns aufzufressen. Noch nicht. Wartet nur ab, wie das in einigen Tagen aussieht. Oh, das kriegen wir auch schon verhindert. In Rulat hat ja auch alles geklappt. Irgendwie. Wir haben den Splitter verloren. Haarscharf, aber wir haben. Den holen wir uns zurück. Sobald wir hier fertig sind. Ich wette, Sanin wird sich freuen, das zu hören. Was tut er wohl gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn ein-, zweimal gesehen. Er hat den Helmport angelegt und ich habe ihn anlegen lassen. Er wird auch unser einziger Kunde sein. Angesichts der Tatsache, dass wir immer noch auf Rudern von Medinas Abschlussliste stehen. Das war obwohl nun jetzt, da wir den Segen der Reichsregente bekommen haben. Wir werden sehen, was er darauf gibt. Oder ob wir demnächst alle Heil Rabenmund singen müssen. Und wenn wir eins aus der ganzen Sache gelernt haben, vielleicht haben wir Glück und irgendwer fällt Rassas vor den Rücken.